Ja, Namen sind Schall und Rauch und nichts wechselt seinen Namen so oft wie der, wie ein Vortrag, bevor er gehalten wurde. Ich werde uns jetzt gemeinsam in das lange 19. Jahrhundert einführen. Zunächst einmal mit einem kürzeren Abschnitt in die Allgemeingeschichte, wobei wir uns natürlich nicht nur eurozentristisch, sondern sogar mehr oder weniger auf das Deutsche Reich konzentrieren. Und im weiteren Verlauf geht es dann um Entwicklungen in der Kirche Christi im betreffenden Zeitraum. Warum eigentlich das lange 19. Jahrhundert? Zeitabschnitte anhand von zufälligen Daten, so der 1.1.1800 einzuteilen, ergibt keinen Sinn. Also in der Geschichtswissenschaft gibt es den Begriff des langen 19. Jahrhunderts. Das beginnt 1789, das heißt die ganze Französische Revolution wird mitgenommen und das endet entweder 1914 mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Einige Historiker sind der Meinung, es müsste eigentlich 1918 enden. Ich bevorzuge den Zeitraum von 1789 bis 1914 und damit ist das lange 19. Jahrhundert deutlich länger als das kurze 20. Jahrhundert von 1814 bis 1989. So, jetzt habt ihr schon mal gehört, was ist eigentlich das lange 19. Jahrhundert. Wir sprechen hier auch vom Beginn der Moderne und in Deutschland, ganz kurz ausgedrückt, haben wir die Zeit der industriellen Revolution zum Anfang und dann auch der Hochindustrialisierung. So, und damit einher geht natürlich eine tiefgreifende Umgestaltung der Gesellschaft. Zu Beginn des langen 19. Jahrhunderts haben wir die Französische Revolution und ihre Folgen, das heißt, wir haben den Revolutionsexport unter Napoleon und damit die Gründung kurzlebiger Vasallenstaaten, wie zum Beispiel des Königreichs Westphalen. Und ja, auch das hat Einfluss, denn mit dem Revolutionsexport wurde auch das französische Recht exportiert und in einigen Ecken gab es dann kurzzeitig schon mal die Zivilehe. Und die Einführung einer Zivilehe macht natürlich was mit den Kirchen. Weitere Folgen ist die Mediatisierung, also die Einbeziehung von Reichsstädten und kleineren Territorien in größere Staaten. Beispiel ist Nürnberg, das fällt 1806 an Bayern. Etwas später, aber auch unter Mediatisierung subsumiert werden kann, zum Beispiel Frankfurt. Frankfurt wird preußisch. So, einige Städte schaffen es, freie und Hansestädte zu bleiben, wie zum Beispiel Bremen, Hamburg und Lübeck, zumindest Lübeck, na, gerade noch so. Was ist noch passiert? Die Säkularisation, also die Weltlichmachung von Klöstern und von geistlichen Staaten. Alleine in Bayern wurden 161 Klöster aufgelöst. Das ist verdammt viel. Das hat auch was mit der Landschaft, auch mit der religiösen Landschaft gemacht. Eine Folge des das lässt sich natürlich auch wieder mit Napoleon in Beziehung setzen. Dadurch, dass Territorien verloren sind, wurden dann deutsche Staaten im Reichsdeportationshauptschluss 1803 quasi entschädigt mit geistlichem Eigentum. Und wenn wir gerade in die Medien schauen und hören, dass es eine Diskussion darüber gibt, ob Abschlagszahlungen an Kirchen zu leisten sind vom Staat oder nicht, dann hängt das noch damit zusammen, dass im 19. Jahrhundert großflächig kirchliches Eigentum verstaatlicht wurde. Die 161 Klöster, die in Bayern aufgelöst wurden, also in dem Moment, wo das Kloster aufgelöst wird, ist das größte Vermögen natürlich das Land. Und das ist natürlich die Frage. In einigen Fällen geht das an eher lokale Fürsten. Es kann natürlich auch sein, dass sich jetzt gleich das Kurfürstentum Bayern unter Nagel reißt und das dann wiederum anders verteilt, verkauft. Nee, das nicht. Also es geht wirklich um Verstaatlichung von kirchlichem Eigentum.
Wir haben es mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches, sogenannten Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu tun. Es wurde beispielsweise auch der Kirchenstaat zweimal aufgelöst, also einmal 1809 und dann 1870, aber da kommen wir gleich mal zu. Und durch die ganzen Umwälzungen in der politischen Landschaft wurden die Konfessionen in den einzelnen, in Klammern deutschen Staaten, stärker gemischt. So, und das ist natürlich, was das auf relativ unterer Ebene, also ich sag mal auf Gesellschaftsebene, Dorf, Stadtteil, natürlich auch zum einen das Leben in der Kirche Christi spannender gemacht hat, andererseits auch für Spannungen gesorgt hat. Die Zivilehe und damit auch die erste Möglichkeit einer gemischt konfessionellen Ehe ist eingeführt worden. Mit dem Code Zivil hatte ich gerade schon erwähnt. Letztendlich dann 1874 in Preußen und 1875 im ganzen Deutschen Reich. Und damit beginnt zum Ende des 19. Jahrhunderts auch die Trennung von Kirche und Staat. Wenn wir 1919 als Ende ansetzen, haben wir dort dann auch das Vollziehen der Trennung von Kirche und Staat. Was ist noch passiert? Die Integration und die Emanzipation der Juden in Europa, aber natürlich auch in Deutschland. Das heißt, jüdische Mitbürger werden wirklich Mitbürger, werden Staatsbürger. Gleichzeitig entstand aber im 19. Jahrhundert auch der moderne Antisemitismus, also die Erfindung einer rassischen Begründung dafür, weshalb die Integration und die Emanzipation, die gerade zu sehen waren und zu spüren waren, weshalb das nicht sein darf. Also was nicht sein kann, das darf nicht sein. So. Im Wiener Kongress wurde Europa... Nee, das ist gerade nur Hintergrund. Ich habe dann später viel Grafik, jetzt ist eher ein bisschen was für die Ohren. Genau, im Wiener Kongress wurde Europa restauriert, also nach den Napoleonischen Kriegen, zumindest äußerlich. Denn Ideen, die einmal in der Welt sind, die kann man natürlich nicht zurücknehmen. Und die Kleinstaaten konnten halt die Probleme, die aus der industriellen Revolution gefolgt sind, also wie zum Beispiel dem Niedergang des Handwerks, besonders des Textilhandwerkes, der Verelendung durch Bevölkerungszuwachs, Massenarbeitslosigkeit und auch Missernten, denen konnten die Kleinstaaten nichts entgegensetzen. So, im Gegenteil, die Kleinstaaten waren durch ihre regressive Zensur wurden mitverantwortlich gemacht. Also wenn nicht frei über was gesprochen werden kann, dann kocht, also wenn der Deckel auf dem Topf ist, sag ich mal, kann es richtig schön hochkochen. Und brachten damit auch Teile des Bürgertums gegen sich auf, die sie sonst natürlich deren Kraft sie sonst hätten kanalisieren können. In einigen deutschen Staaten wurden beispielsweise erste Schwurgerichte eingerichtet, die Pressezensur und die Bauernbefreiung blieben oft aber nur leere Versprechen. Und das offensichtliche Scheitern der 1848er Revolution führte dann zur Auswanderung vieler Liberaler in die Vereinigten Staaten von Amerika und zum Rückzug in das Private, also das, was wir als Biedermeier kennen. Dann gab es natürlich noch die Einigungsgefühle, die Einigungskriege, die da gleichzeitig auch ein gesamtdeutsches Nationalitätsgefühl entstanden ist, auch als Bruderkriege empfunden wurden. Das heißt, es wurde auch darüber diskutiert, dass das, was gerade an Krieg geführt wird, nicht in Ordnung ist. Es wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet, wir sprechen hier von einer sogenannten kleindeutschen Lösung ohne Österreich. Infolgedessen wurde die Gesetzgebung vereinheitlicht, es folgte Religionsfreiheit und auch die Zivilehe, hatte ich schon zweimal erwähnt, bereits in französischen Vasallenstaaten. Dort wurde sie dann aber 1815 wieder abgeschafft. Vorreiter waren hier übrigens die Freie Hansestadt Bremen und das Herzogtum Oldenburg, wo es schon 20 Jahre vor dem Deutschen Reich war. Ein offensichtliches Beispiel für den schwindenden Einfluss der Kirche. Es gab den Gründerboom und den Gründerkrach, es gab die Flottenrüstung und damit auch begrenzte Aufstiegschancen für das Bürgertum. Musikhistorisch gesehen bewegen wir uns im Zeitalter der Romantik. Das kann man natürlich dann auch auf das gesamte Gedankengefüge übertragen. In der bildenden Kunst war das Ganze viel komplizierter. Es gab den Klassizismus, den Biedermeier, den Historismus, einiges anderes. Das heißt, im 19. Jahrhundert wird die Welt
langsam etwas diverser, etwas komplizierter. Die meisten Strömungen, auch die meisten Kunstströmungen, lassen sich aber als Reaktion auf die Umwälzung entweder im Sinne einer Empörung, Romantik, früher war alles schöner, oder einer Inspiration werden. So, das war das 19. Jahrhundert politisch gesehen. Wir können schon mal sagen, Kirche verliert Macht, das ist das Fazit aus dem politischen Teil. Das 19. Jahrhundert innerkirchlich. In der Theologie gab es ein enormes quantitatives und qualitatives Wachstum der Theologie als wissenschaftliche Disziplin. Es kam zu einer Herausdifferenzierung von Subdisziplinen, also eigentlich analog der Entwicklung der Universitäten im entsprechenden Zeitraum. So, ein, zwei Punkte möchte ich kurz rausgreifen. Da wäre Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, ein reformierter Christ, ein Vertreter des Unionsgedankens. Also der Unionsgedanke ist auch etwas, das im 19. Jahrhundert wieder Schwung bekam. Eine unierte Kirche ist eine Kirche, die reformierte und lutheranische, also verschiedene protestantische Geschwister vereint. Es gibt sowohl unierte Kirchen mit verschiedenen Gemeinden, als auch unierte Gemeinden, wo dann innerhalb der Gemeinde Geschwister mit einem grundverschiedenen Abendmahlsverständnis in einem Gottesdienst sitzen. Also Vertreter des Unionsgedankens. Religion war für ihn weniger Dogmatik, also es ging ihm nicht darum, dass man lange über Trinitätslehre diskutiert und was man jetzt als Eschatologie genau vor sich sieht. Das war nicht so seins. Und Ethik war für ihn mehr eine Sache des Gemüts. Das klingt schon mal ein bisschen romantisch. Man könnte es so ausdrücken, an Gott glauben heißt ihm vertrauen und für ihn zu leben. Und das ist das, was für Schleiermacher wichtig war. Der war übrigens auch ein, nicht nur Vertreter, sondern auch der Vater der Fragmentenhypothese. Also einer der Hypothesen, die die Herausbildung der Heiligen Schrift erklären. Fragmentenhypothese, einfach ausgedrückt, die Bibel wurde aus immer kleineren, aus kleinen Schnipseln, die dann immer größer wurden, im Laufe der Zeit zusammengetragen. Das führt uns zum nächsten Punkt, der historisch-kritischen Methode, die auch im fraglichen Zeitraum entstanden ist, als Folge der Aufklärung, entwickelte sich nämlich im Protestantismus eine neue theologische Arbeitsweise. Die Bibel wurde jetzt mit denselben Methoden untersucht, wie andere Geisteswissenschaftler ihre Untersuchungsgegenstände behandeln. Historisch, da die Bibel im geschichtlichen Kontext als vom Menschen geschaffener Text interpretiert wird, kritisch, weil sie analysiert und weil sie differenziert, also es gibt die Textkritik, die Textanalyse, Redaktions-, Literarform- und Traditionskritik. Von der historisch-kritischen Methode zu unterscheiden ist der Rationalismus. Rationalisten lassen sich von der biblischen Überlieferung und christlicher Tradition lassen nun das gelten, was vor der Vernunft bestehen kann und was moralisch nützlich ist. Biblische Wunderberichte werden zum Beispiel oberflächlich rational erklärt. Da waren halt Steine im Wasser und Jesus wusste das, also als Beispiel. Und Bekenntnisse, also auch die altkirchlichen Bekenntnisse oder die protestantischen Bekenntnisse, die wurden dort als überholt angesehen. Eine ganz andere Richtung schlug John Nelson Darby ein. Sein Name ist eng mit den Brüdergemeinden verbunden, die aus irischen Hauskreisen hervorgingen. Und zunächst keine Trennung von ihren Altgemeinden im Sinne einer Neugründung anstrebten. Für Darby zentral ist der Begriff der Haushaltungen, auf Englisch Dispensations, also von heilsgeschichtlichen Epochen, die sich aus der Bibel für Dispensationalisten verbal inspiriert und irrtumslos ableiten lassen. Darby geht also davon aus, dass die Bibel von Gott Wort für Wort so diktiert wurde. Die sieben Sendschreiben aus der Offenbarung, Kapitel 2 und 3, und die darin beschriebenen kleinasiatischen Gemeinden waren für Darby Typen der einzelnen kirchengeschichtlichen Epochen. Die Brüdergemeinden sah Darby als Philadelphia, klein und kraftlos, aber ohne Tadel und mit einer großen Verheißung. Wichtige Namen aus der deutschen Brüderbewegung waren Karl und Rudolf Brockhaus, ja, die mit dem Verlag. Ein frühes Zentrum in Deutschland war Elberfeld, heute Stadtteil von Wuppertal, daher auch der Name der Elberfelder Bibelübersetzung.
fürs 19. Jahrhundert ebenfalls wichtig, die innere Mission, die Heilsarmee, Caritas und Diakonie als kirchliche Reaktion auf die Industrialisierung. Kirchen werden Träger von sozialen Einrichtungen, beschäftigen sich aber nicht mit den strukturellen Problemen, die aus der Industrialisierung erwachsen sind. So. Nicht durch besondere Unterscheidung in der Lehre, sondern durch eine strengere, methodische Lebensführung nach biblischen Grundsätzen unterscheidet sich der Methodismus von anderen Kirchenabteilungen. Die erste Gemeinde in Deutschland entstand 1817 in Hamburg durch englische Kaufleute. Als Muttersprachler brachte Christoph Gottlob Müller methodistische Ansätze nach Deutschland und hier hinterließ ja, pietistische Gemeinschaften mit methodistischem Anstrich. Wunderbar für ein Bingo. Ja, ich freue mich. So, ganz kurz zum Katholizismus im 19. Jahrhundert, zwar mehr Verlust des Kirchenstaats, gleichzeitig Zeit des katholischen Wiederblühens, das Wallfahrtswesen nahm zu, es kam zu Marienerscheinungen, gleichzeitig wurden sogenannte Irrlehren durch den Papst verurteilt, Irrlehren wie Sozialismus, Kommunismus, Menschenrechte. Es gab auch Protestanten, denen ihre Kirche zu spröde und der Pietismus gleichzeitig zu freudlos war und die zum Katholizismus konvertierten. Darunter aus dem anglikanischen Bereich auch mindestens ein späterer Kardinal. Als Ergebnis des ersten Vatikanums wurde der Papst in Sachen Religion und Sitten zu unfehlbar erklärt. Das führte wiederum zur Entstehung der altkatholischen Kirche als Gegenbewegung. Es kam zur Auseinandersetzung mit dem deutschen Staatsprotestantismus, also Stichwort Kulturkampf, Kanzelparagraf. Es war verboten, in Predigten politische Themen zu erwähnen. Und einfach ausgedrückt kann man sagen, dass der Druck von außen die Katholiken ganz gut zusammengeschweißt hat. Die Erweckungs- und Gemeinschaftsbewegung als Fortsetzung des Pietismus, dessen Epoche eigentlich das vom 17. bis ins späte 18. Jahrhundert war, hören wir gleich noch in Ostwestfalen und Württemberg besonders relevant. Diese konnten Kirchenferne in einer Einheit mit einem sozialen Engagement erreichen und dabei eine Distanz zur modernen Welt aufbauen. Stichwort Eisenbahn ist Teufelszeug. Es wurde sehr biblizistisch gearbeitet. Also anders als bei Luther ist alles aus dem Neuen Testament richtig und verbindlich. Es erfolgte keine hermeneutische oder theologische Reflexion. Hier haben wir zum Beispiel als Dachverband den Gnadenauer Verband. So, ich schaue mal ganz kurz. Ja, nicht, dass ich am Ende das Wichtige keine Zeit habe. Was aus der Erweckungsbewegung für die Entstehung der Brüderbewegung und auch für die die Erweckungsbewegung als solche war für die Entstehung der Brüderbewegung und auch für die katholische apostolische Bewegung, also auch für die frühe apostolische Geschichte relevant. Uns ist hier vor allem Karlshult aus dem Religionsunterricht bekannt, ein kleiner Ort im Bergischen Donaumoos, südwestlich von Ingolstadt. Es gab dort vor Ort einen Pfarrer, Johann Evangelist Georg Lutz, der ein starkes soziales Engagement entwickelte, Beschäftigungsmodelle und Spendenaktionen organisierte und dadurch schnell die Herzen der notleidenden Bevölkerung eroberte. Er wurde ab 1830 mehrfach wegen mystizistischer Abweichung von der Lehre der katholischen Kirche vors Ordinariat geladen, ist dann mit einem Teil seiner Gemeinde, rund 700 Glieder, aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten, hat erst eine evangelische Kirchengemeinde gegründet und später eine katholisch-apostolische Gemeinde. Als kleinen Datenpunkt, weshalb die Erweckungsbewegung auch im 21. Jahrhundert noch relevant für die apostolische Bewegung ist, als vor ungefähr 15 Jahren entschieden wurde, dass in der Südheide eine Gemeinde geschlossen oder Gemeinde fusionieren, hat die NRK sich angeblich für Hermannsburg als Gemeindestandort entschieden und damit gegen Unterlüß und Fassberg, weil Hermannsburg ein Schwerpunkt der Erweckungsbewegung ist. Dort interessanterweise mit einer Betonung auf der äußeren Mission, was ja ein bisschen untypisch ist. So, wir sind in der apostolischen Bewegung angekommen.
Ich rede schneller. die apostolische Bewegung hat den Dispensationalismus von Darby beispielsweise aufgegriffen und seine Bibelauslegung. Das sind Aussagen, die wir auch 1960 noch im Buch Die Geschichte der Neuapostolischen Kirche finden, Seite 88, fortfolgende Zeichen der laodizianischen Zeit. Dort haben wir dann auch eine gewisse Ablehnung der Demokratie, die noch feststellbar ist. Wir können konstatieren, dass die KG, also eigentlich die ganze apostolische Bewegung, tendenziell als ablehnende Reaktion auf die Umwälzungen des 19. Jahrhunderts gewertet werden können. Einflüsse von Heilsarmee, Brüderbewegung und Methodismus lassen sich über die Musik belegen, Beispiel hierfür die Lieder von Charles Wesley, Nikolaus Graf von Zinzendorf und vor allem Ernst Heinrich Gebhardt, auch in aktuellen Gesangbüchern der NRK. Wenngleich die Kirche oder Kirche als großes weltliche Macht verlierte, können wir feststellen, dass die Kirche im 19. Jahrhundert durch Wachstum nach innen ausgeglichen hat. Die innere Mission, die innere Stärkung des Katholizismus, das Entstehen von freikirchlichen Bewegungen, eine Ausdifferenzierung des Protestantismus, gleichzeitig aber auch ein Aufeinanderzugehen, was wir im Entstehen der unierten Kirchen in Bayern, Hessen, Westfalen und Brandenburg sehen können. Christentum wird im 19. Jahrhundert massiv vielfältiger. Dankeschön. Wir gönnen uns eine kurze technische Umbaupause und dann starten wir jetzt so richtig in die Welt um 1900.